Versklaven. Ich frage mich echt, wie blöd die sein können, ein Schiff wie meins anzugreifen. Ich habe damit nicht angefangen. Und entern. Ich versuche ernsthaft zu kämpfen. Ach komm, das ist doch langweilig. Ich versuche hier die gegnerische Crew zu umlaufen. Und. Ui! Ich dachte schon, die sind tot, bevor ich rumkomme. Na gut, dann mal eben den Captain. Ich habe übrigens lange nicht mehr ein Duell gemacht. Ich musste noch nicht mal mein Schwert benutzen. Der hat irgendwas mit 40 Leben, hatte der nur. Vielleicht 50. Hä? Ich hab doch. Eben war die Option F3 für betreten. Ich hab's. Und ich habe auf F3 gedrückt. Das ist nichts passiert. Jetzt komme ich hier nicht wieder raus, oder was? Das nenne ich mal einen Bug. Ich komme hier nicht wieder raus. Ich drücke auf F3. Es passiert nichts. Ja. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit zu laden. Ich gucke mal im Ladebildschirm. Ja, okay, ich könnte diesen Spielstand laden. Das war halt kurz vorm Entern. Spiel laden. Sehr strange. Meine Uhr hier, die ich hier laufen habe, der darf man sowieso nicht mehr glauben. Deswegen mache ich die jetzt mal aus. Das ist offenbar das Schiff von vorhin. Nee. Das ist das Schiff, das eben kämpfen wollte, wollte jetzt nicht kämpfen. Sehr komisch. Ja, zur Weltkarte. So, jetzt werde ich nochmal endlich versuchen, ein Speedup zu starten. Ich habe inzwischen überhaupt keine Ahnung mehr, wie lang die Folge geht. Das macht mich noch fertig hier. Bis später. Gut, und da bin ich jetzt, Petit Guave. Oder wie auch immer. Französische Stadt, mit den Franzosen befreundet, kein Problem. Also kurz warten, bis endlich Tag ist und dann in die Nähe der Insel. Boah, boah, boah. Ankern. Ich danke euch von ganzem Herzen. 2500 Erfahrung und Auftrag abgearbeitet. Gut, dann habe ich jetzt noch diesen Dienst für Frankreich, womit ich wieder nach ganz unten fahren muss, nach Guadeloupe. War bestimmt ein ziemlich langer Speedup. Für mich war es auf jeden Fall lang. Wir bringen euer Schiff wieder auf Vordermann, Kapitän. So. Und ich weiß nicht, wie viel meine Festplatte überhaupt noch frei hat, ob ich jetzt noch Lager aufnehmen kann. Nee. Ich werde bestimmt nichts aus Curaçao liefern, da komme ich gerade her. Das ist am Arsch der Welt. Dann verkaufe ich nur ein paar Sachen. Und ich laufe ein bisschen rum und gucke mal, ob ich Sklavenaufträge finde. Sonst habe ich sie immer automatisch abgelehnt, jetzt suche ich sie sogar. Eine sehr verschachtelte Stadt. Ein Auftrag. Worüber wünscht ihr zu reden? Der will nach Curaçao. Nein, da komme ich gerade her. Ich habe keinen Bock mehr. Habe ich auch keinen Bock, nochmal hinzufahren. Nö, das ist doch alles blöd. Kaum habe ich mal was im Angebot, kommen die nicht.
Na gut. Lag. Also jetzt nochmal eine jetzt fahre ich erstmal nach Islamona. Das ist ja diese Piratenstadt, wo der Piratenkönig ist. Obwohl, nee, wenn ich den Piraten, falls ich den Piratenkönig jetzt besiege, dann ist mein Auftrag für Curaçao ja weg. Mit Curaçao und so. Ich fahre trotzdem zur Isla Mona, um einmal nachzugucken, was das mit diesem Piratenkapitän Freilassen zu tun hat. Den kann man irgendwie gegen Lösegeld freilassen und so. Ich habe nur noch 19 Tage Nahrung. Ist auch nicht mehr gut. Da ist die Isla Mona. Und jetzt haben wir auch noch Gegenwind. Nein. Spanisches Schiff, das greift mich aber nicht an, ne. 17 Tage. Piraten. Ja, okay, die greife ich an. Einfach mal. Just for fun. Bla 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 bla. Oh man, dieses Computer macht mir Angst. Jetzt piept der schon wieder irgendwie komisch rum. Wo sind denn die Schiffe? Ach da. Jetzt da. Schoner, Brick. Also nichts Großes. Die hole ich mir. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Das Schiff heißt Surprise. Pompeii. Surprise. Na, für Surprise habe ich auch einen Surprise. Ach nö, jetzt dauert das Nachladen so lange. Jetzt aber. Ui. Pompeii ist eben nicht klein zu kriegen. Pluto. Wuff, wuff. Nein. Die Zahlen... Schöne Sache, schöne Sache. Einverstanden, wenn ihr mich ziehen lasst, zahle ich euch 3700 Gold. Übereinkunft? Ja. Warte, fortsetzen. Jetzt zahlen mir die Piraten Lösegeld. Dieses Schiff ist einfach grandios. Ich mag das Schiff echt. So, und nach Isla Mona Hafen. Ich sollte echt nicht mehr zu lange aufnehmen, sonst wird hier alles noch zusammenbrechen wegen einer vollen Festplatte. Das hatte ich mal gesehen in einem Dead Space Let's Play, war das, glaube ich. Verzieh dich, mir steht nicht der Sinn nach Gequatsche. Okay. Jetzt freilasse. Keine Ahnung, Lösegeld 900. Wie viel Gold habe ich jetzt? 753, das muss ich mir einfach merken. 753. Wenn ich jetzt auf Freilassen drücke, steht hier nicht mehr 753. Also, der bringt 1060. Gut, das heißt, ich müsste dann 5720 haben. 5723, das stimmt. Gefangener freilassen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Laufen hier vielleicht Leute mit Sklavenaufträgen rum? Taverne.
Kann ja immer mal was sein. Nein, gar nichts. Was darf sein, Captain? Ich muss nur meine Schiffe wieder. Mein Schiff wieder auffüllen. Und die sind mir immer noch nicht gefügsam. Und ich würde jetzt gern noch weiter aufnehmen, echt. Jetzt bin ich gerade so schön drin. Immer schön im Redefluss, immer schön im Tatenfluss. Mann, wie viel würde mir denn dieser Auftrag für Frankreich bringen? 18.000. Ach, scheiße. Trotzdem, ich werde das jetzt noch einmal probieren gegen diesen Piratenkönig. Ich speichere das Ganze einfach vorher. Das müsst ihr jetzt nicht mit ansehen und dann sehen. Wenn ich es schaffe, geil, Mann. Scheiß auf die Franzosen. Wenn ich es nicht schaffe, dann nicht. Gut, ich habe ja jetzt diese schönen neuen Fähigkeiten, also Spannung. Cutscene, das Gelaber haben wir uns alle schon mal angehört, das. Der führt keinen. Oh scheiße, Mann, der führt keinen schweren Angriff aus. Ich drücke ständig auf die Taste, aber mit seinen. Och Mann! Nee, das will ich jetzt nochmal, das will ich jetzt nochmal. Der hat mich ständig unterbrochen mit seinen Attacken. Och Menno. Wir sehen uns gleich vor der. So, das wollte ich jetzt unbedingt nochmal haben. So. Der hat mich ständig in meinen Attacken unterbrochen, deswegen werde ich ihn jetzt auch mehr mit kleinen Schlägen angreifen, nicht mit den schweren. Das war offenbar nicht richtig. Yeah, so kann ich ihn ständig unterdrücken. Und weil die kleinen Schläge nicht so viel Ich kann ihn mal mit der Pistole ablenken. Ah, das zeigt offenbar sein. Ja! Nee, ein wirklich schönes Schlusswort. Er geht zu Fall. Ich freue mich. Dein Ruf unter Piraten verbessert sich auf Feld. Dein Ruf unter Kolonien, Schrecken der Meere. Ruf in den Kolonien Frankreich, Schrecken der Meere. Schrecken der Meere und Schrecken der Meere. Ich habe jetzt hier das Sagen. Ist das ein Problem? Nein, ich dachte es. Doch, hört mich an und erzählt allen weiter. Ich lade allen freien Kapitäne in 2 Wochen an einem Treffen bei mir zusammenzukommen. Ich werde euch nicht sagen, warum ich dieses Treffen anräume. Doch vertraut mir, ein wichtiges Treffen hat es nie gegeben. Das Treffen, das hier stattfindet, in meiner neuen Residenz. Gut, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich habe gewonnen. Und damit endet diese Session. Ich bin froh. Kennt ihr dieses Lied? Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Ich bin einfach froh jetzt. Ja. Tschüss.